It's burning inside, the hurting and the suffering minds, creating anger, fear and pain, suffocating our times. The tougher it gets, the rougher social media cries. But we see to it that we tweeting only negative lines. We're sick and tired of history, but repeating it twice. Greed, anger and violence, clearly stealing our nights. Feeling it tight between the shoulders with a chill in the spine. Pinching myself, waking up, trying to stop the rewind and move forward towards stories, overcoming our fears. Choosing love over hate, praying, trading hugs over tears. There's only one choice, breaking down the walls and repair every broken heart on this planet till there's no longer fear. Herzlich willkommen an der Kinderuniversität der Technischen Universität Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu der diesjährigen Kinderuni der TU Dortmund. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität, wir stellen Fragen an die Welt und wir stellen Fragen an die Menschen, um die Welt und die Menschen zu verstehen. Aktuell gibt es leider eine wichtige Frage. Was ist eine Pandemie und was kann man dagegen tun? Ich bin die Franziska und das ist meine Schwester Luise. Hallo. Heute werde ich Wissenschaftler, Erwachsene und auch Kinder Fragen stellen rund um das Thema Pandemie. I spent a long time running, I never knew then what I know now. That the fruits, they always come in, but you can't go around just knocking them down. Heute treffe ich mich mit Matthias Schneider, dem Vater von Franzi, ein renommierter Physiker hier an unserer Universität, der darüber forscht, wie man dem Coronavirus begegnen soll. Zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat er die Initiative No Covid gegründet. Übersetzt heißt das, es soll kein Covid, kein Corona mehr geben. Doch als nächstes lassen wir uns von Franzi erst einmal klären, was überhaupt eine Pandemie ist. Du Papa, was ist denn jetzt eigentlich eine Pandemie? Gute Frage. Weißt du, hast du in der Schule schon mal Läuse gehabt oder ihr in der Klasse oder in der Kita? Ja, Kopflaus. Genau, in unserer Klasse schon mal, also schon mehr als einmal. Und dann musste das Kind halt abgeholt werden und nach Hause gebracht, damit sie sich nicht weiter ausbreiten können. Super, und genau das steckt da auch dahinter bei der ganzen Corona-Ausbreitung. Also stell dir vor, ich habe eine Laus auf dem Kopf, ja, okay. Und die legt dann Eier und dann kriege ich immer mehr Läuse und dann fängt es an zu jucken, ja, das ist bei euch wahrscheinlich auch schon. Und dann gehe ich damit in die Schule und jetzt hast du sie auch. Und du gehst nach Hause und dann hat sie deine Schwester auch. Das heißt, es breitet sich aus und immer mehr bekommen das. Deswegen muss man schauen, dass man möglichst schnell diejenigen, die Laus haben, dass man die sozusagen aus dessen Verkehr, sagt man, rausnimmt, sodass sie sich nicht weiter ausbreiten kann. Ja, und so ähnlich ist es auch beim Coronavirus. Der ist eben sehr ansteckend. Der wird dann nicht vom Kopf mit einer Laus übertragen, sondern der wird durch die Luft, durch kleine Tröpfchen übertragen. Ach so, also das habe ich jetzt schon verstanden. Wir alle erinnern, glaube ich, wo wir waren, als der Lockdown kam im März 2020. Wo warst du? Was hast du da gemacht? Ja, ich habe vielleicht das gemacht, was wahrscheinlich sehr viele Physiker dann machen würden in so einem Fall. Sie versuchen zu verstehen, was da gerade passiert. Und jetzt vielleicht weniger die medizinische Seite, ja, die überlassen wir den Medizinern, aber die Ausbreitungsseite, was geht da eigentlich gerade vor sich? Und da habe ich alles recherchieren und das Rechnen angefangen, habe dann vielleicht wie viele dann Exponentialfunktionen gefittet und Wachstumsraten mir angeguckt und bin dann glücklicherweise auf die Arbeiten von einem theoretischen Physiker in Boston gestoßen, von dem Yanir Bayam. Von dem habe ich jedenfalls sehr früh die Theorie der grünen Zonen gelernt und die Theorie, wie sich so ein Ausbruch, wie man so einen Ausbruch verstehen kann. Und er hat es so als eine Art Phasenumwandlung bezeichnet. Das war mir sehr sympathisch. Das ist so ein bisschen, wie ich auch Biophysik und biologische Physik und Medizinphysik betreibe. Ich versuche physikalische Konzepte darüber zu holen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Grüne Zone. Eine Zone, in der es keinen Coronavirus gibt, kein Covid. Und draußen sind wir nicht sicher. Oder vielleicht gibt es da ein Coronavirus und Covid. Wenn es viele gibt, ist es eine rote Zone. Und was können wir tun, damit niemand von hier draußen in die grüne Zone das Coronavirus mit hineinbringt? Und die Antwort ist ganz einfach, testen. Matthias,
Eure Covid-Initiative möchte eine Öffnungsstrategie machen, nicht eine Schließungsstrategie. Wir erleben jetzt seit einem Jahr, dass wir uns immer wieder einschränken, aufmachen, wieder einschränken. Ich habe den Eindruck gewonnen, ihr denkt andersrum. Ihr denkt von dem Ende öffnen, leben können, Schule machen können, Familie machen können, arbeiten können, reisen können, Mobilität. Was heißt das, eure Öffnungsstrategie? Und der Test in der Kinderuni ist, erklär's Franzi. Okay, ich versuch's. Ja, es ist tatsächlich so, es ist eine Öffnungsstrategie. Was wir wollen, ist, dass wir wieder freier leben können. Und da ist das Problem, ja, wir wissen natürlich, dass dieser Virus sehr gefährlich sein kann. Das heißt, wir können nicht einfach aufmachen. Einfach nur aufmachen funktioniert nicht. Das heißt, man muss irgendwie sicher aufmachen. Wie macht man sicher auf? Man macht dann sicher auf, wenn ganz, ganz wenig Virus nur noch da ist. Wenn ganz, ganz wenig Leute nur noch den Virus haben. Und deswegen sagen wir, man muss proaktiv handeln. Was ist proaktiv? Proaktiv heißt, dass man nicht abwartet, sondern den Virus immer ein Schrittchen voraus ist. Das heißt, man wartet nicht, bis der jetzt überall ist, sondern man, sobald irgendwo ein kleines Feuerchen auftritt, das Feuerchen wäre jetzt ein Virus, dann tritt man das sofort aus. Wartet nicht, bis der ganze Raum oder der ganze Wald brennt, sondern man reagiert sofort. Und dann kann man relativ sicher auch wieder sozusagen aufmachen. Dann kann man wieder relativ sicher in den Wald spazieren gehen. Let the fruits, they always come in, but you can't go around just knocking them down. Hallo, gleich werdet ihr ein Interview mit mir und dem Menno Baumann sehen. Er beschäftigt sich vor allem mit Familien und Kindern. Wenn zum Beispiel Kinder nicht in die Schule gehen können, dann ändert sich natürlich in dem Leben der Kinder ganz, ganz viel. Oder wenn die Kitas zu haben. Oder auch wenn zum Beispiel die Eltern nicht arbeiten gehen können und deswegen mehr Kinder in Deutschland arm werden und nicht mehr genügend Geld haben, um Miete zu bezahlen oder um sich Kleidung zu kaufen, solche Dinge. Das ist natürlich für viele Kinder ist das eine ganz, ganz schwere Zeit mit Corona. Und deswegen habe ich am Anfang auch sofort angefangen, mich darum zu kümmern, was bedeutet das für Kinder, für Familien und was müssten wir eigentlich tun und was müsste auch die Politik eigentlich tun, damit Kinder besser durch diese Pandemie kommen können und nicht so schwer belastet sind. Wie machen wir das eigentlich mit, dass wir das Corona beenden können? Ach so, ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Im Grunde genommen weißt du ja, dass wir durch dieses, was alle Lockdown nennen, dieses ganz wenig Kontakt haben, nur das Nötigste einkaufen gehen, dass so viele wie möglich nicht zur Arbeit ins Büro fahren, sondern von zu Hause aus arbeiten. Dadurch kann man ja grundsätzlich die Zahlen senken, weil der Virus kann ja nur weitergegeben werden, wenn sich Menschen treffen. Und ich glaube schon, dass wir diese Zeit nochmal brauchen. Das Dumme ist, dass wir beim letzten Mal zu früh aufgehört haben. Die Zahlen waren ganz doll am Sinken und dann haben wir einfach wieder aufgehört. Und das war, glaube ich, nicht so schlau. Wir müssen tatsächlich einmal noch die Zahlen richtig runtermachen. Und danach müssen wir ganz, ganz doll aufpassen, dass die Zahlen nicht wieder anschnellen, so wie das ja im Herbst passiert ist. Wir waren ja schon mal ganz, ganz unten mit den Zahlen und dann haben wir das blöde Virus sich einfach wieder ausbreiten lassen, ohne aufzupassen. Und ich glaube, dass wir ganz viel testen müssen, dass wir ganz viel aufpassen müssen, wo haben sich Menschen getroffen, damit, wenn jemand krank ist, wir sofort wissen, wen hat der alles getroffen, auf wen müssen wir jetzt aufpassen, wer könnte jetzt auch noch krank sein. Und wenn wir das, nachdem wir die Zahlen einmal runtergebracht haben, ganz, ganz gut beobachten, dann könnten wir auch unser Leben wieder ein Stück weit normaler leben, weil wir dann ja wüssten, das Virus ist gar nicht so doll da. Und dann könnten wir aufpassen, dass es sich nicht so schnell wieder ausbreitet. Walls can't hold us in. Fear can't keep us down. Love will rise again. Matthias, du hast eben schon erzählt, dass deine Forschung eine ist, wo du im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Physik oder aus anderen Fächern und das nicht nur an der TU Dortmund, sondern in Deutschland, in Europa und auch in den USA und ich weiß nicht wo noch, du wirst es uns erzählen, bist. Das ist wichtig, dass ihr all euer Wissen und euer Können zusammentragt und dass ihr gemeinsam nachdenkt und dass jeder das tut, wovon er oder sie was versteht und du nicht fachsimpelst über Medizin, sondern bei deiner Physik bleibst. Das unterscheidet euch von einem Stammtisch mit Meinung und macht euch zu einer Gruppe von Wissenschaftlern und ihr habt das die Covid-Gruppe in Deutschland genannt. Ich würde mich freuen, wenn du uns davon ein bisschen erzählst. Sehr gerne.
Sehr gerne. Das war wirklich ein Trip, der da irgendwie losgestoßen wurde. Also es ist, wie du sagst, es ist eine interdisziplinäre Gruppe. Ich kann sie mal kurz durchgehen, aber das Irre daran war wirklich, dass wir tatsächlich es geschafft haben, ein kohärentes Bild zu entwickeln. Das ist ja unter Umständen gar nicht so einfach, weil ich hier von... Kohärentes Bild heißt ein Bild, das keine Widersprüche hat, sondern ihr habt so lange diskutiert, bis euer Wissen zueinander passte und ein großes Bild ergeben hat? Richtig. Oder ein Puzzle vielleicht? Genau. Wo zwischen Physik, Soziologie, Familien, Schulen, Gesundheit und auch Ökonomie überhaupt kein Widerspruch mehr herrscht. Wo eigentlich es eine klare Strategie gibt, die für alle die beste ist. Die Technische Universität Dortmund hat ein Experiment gestartet. Wir sind eine grüne Zone. Als erste Universität in Deutschland gehen wir das Wagnis ein, als grüne Zone ein Modell zu sein. Ja, wir haben uns sehr frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie wir Studierende, die Gefahr laufen, jetzt ein drittes Semester in Folge eben nicht auf den Campus kommen zu können und damit keine Praxisveranstaltungen, die in ihren Studiengängen vielleicht nötig sind, eben nicht durchführen können und deshalb vielleicht ihr Studium massiv verlängern müssen oder gar darüber nachdenken, abzubrechen, wie wir denen helfen können. Und deshalb haben wir uns an die No-Covid-Initiative angelehnt und wollen die eben konsequent umsetzen. Wie funktioniert das denn jetzt an der TU Dortmund hier konkret? Ja, wir haben eine Teststrategie aufgebaut, die auf der wissenschaftlichen Arbeit von den Amerikanern beruht, die versucht haben zu gucken, wie oft muss man denn eigentlich testen, damit man quasi alle erwischt. Und dazu muss man tatsächlich nicht unbedingt jeden Tag testen, sondern die Berechnungen haben ergeben, dass man ungefähr, wenn man häufig an der Uni ist, also zum Beispiel wenn du jetzt jeden Tag ein Praktikum machst, von Montag bis Freitag müsste man zweimal die Woche testen. Okay, also ich bin jetzt hier auf den Campus gekommen, habe einen Schnelltest gemacht, der war negativ. Das heißt, es funktioniert so, dass jeder hier nur hinkommen kann, wenn er das gemacht hat? Richtig. Also du musst einmal den sogenannten Antigen-Test zu Hause schon mal machen. Das machen wir deswegen, weil wir Leute, die infektiös sind, erstmal gar nicht in die Gesellschaft schicken wollen. Ja, also wenn man ja gezielt, es sind ja gar nicht so viele infiziert, das heißt, wenn man gezielt die Bar rausnimmt, dann können die meisten sich eigentlich relativ frei bewegen. Aber dazu muss man eben zu Hause schon das Testen beginnen. Darüber hinaus testen wir dann noch, das liegt einfach daran, dass man zu Hause nur so einen Antigen-Schnelltest machen kann. Testen wir dann auf dem Campus richtig professionell, die sogenannte PCR-Technik mit der Lolli-Methode, die für Kindergärten entwickelt wurden, also etwas völlig Schmerzloses und ganz Einfaches, fast schon irgendwie Lustiges, also im Happening. Und so testen wir sozusagen und haben, das ist sozusagen das Auge der Universität auf die Infektion. Das ist die Hausaufgabe der Universität, wofür sie dann sozusagen auf der Gegenseite vom Studenten verlangt, dann auch ins Testzelt bitte zu kommen. Ja, das ist sozusagen die andere Seite. Darüber hinaus wird es natürlich früher oder später mal passieren, dass jemand positiv ist, ja, aber jetzt am Campus gefunden wird oder zu Hause und dann muss er natürlich in Isolation. Aber auch dafür haben wir uns gedacht, dass es klar ist, dass auch die Leute dann nicht aus dem System fallen, sondern die werden mitgenommen. Das heißt, der Dozent ist dazu aufgefordert, sich zu überlegen, wie das Praktikum oder etwas Ähnliches nachgeholt werden kann. Es gibt einen psychologischen Dienst, wo der Student jederzeit anrufen kann oder auch der Mitarbeiter, das gilt für alle, ja, jederzeit anrufen kann und sich informieren kann. Und wir haben die AStA bzw. die Fachschaften auch gebeten, so eine Art Einkaufsservice zu entwickeln, dass die Leute, dass man es ihnen zu Hause so angenehm wie möglich macht, wenn man schon fordert, dass sie zu Hause hocken müssen. Das heißt, die werden nicht allein gelassen? Die werden nicht allein gelassen und der Rektor und ich werden da auch und auch andere und auch die Frau Welzel wird mal gebeten und der Herr Kanzler und jeder muss mal zu Hause mal bei den Studenten auch mal anrufen, damit sehen, da ist Interesse da und wir ziehen uns da jetzt gemeinsam aus dem Schlamassel raus. Walls can't hold us in. Fear can't keep us down. Uns gemeinsam aus dem Schlamassel ziehen, das ist die Antwort auf meine Frage. Wie können wir der Pandemie begegnen? Eigentlich ist es ganz einfach. Die Läuse dürfen sich nicht vermehren. Die Feuer müssen gelöscht werden. Und zwar gleich, wenn sie klein sind und nicht erst, wenn sie sich ausgebreitet haben. Und dann eine grüne Zone haben. Eine grüne Zone machen aus der Schule, aus dem Campus, vielleicht aus der Stadt. Und achtsam mit uns sein, aufeinander aufpassen, damit wir miteinander gesund bleiben und öffnen können und das Leben miteinander gestalten können. Ich hoffe, es macht euch Spaß zuzusehen. Und ihr lernt auch etwas. Bis dahin.
Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht mögt ihr das Video teilen und an Freunde geben. Und dann seien wir achtsam miteinander und treffen uns bald auf dem grünen Campus. Every time I think it's gonna take much longer, we shall overcome. Every time I question, am I getting stronger? We have just begun. Gonna make a change, we gotta push much farther. We shall overcome. We shall.